Wir haben wieder Kontakt mit Pressekoordinatorin Christa Pehn aufgenommen und uns über die aktuelle Lage im Landesklinikum Melk informiert. Wie ist die aktuelle Lage im LK Melk? Wie viele Covid-19-Patienten sind aktuell in Behandlung? Aktuell sind es 6 Patienten. Ein Patient wird intensivmedizinisch behandelt. Wurde die maximale Auslastung erreicht? Die maximale Auslastung wurde in der Woche vom 23. März erreicht. Die Intensivstation und 2 Corona-Stationen waren voll. 4 weitere Kliniken in Lilienfeld, Neunkirchen, Hollerbrunn und Weidhofen an der Theia wurden zusätzlich aufgeschalten. Es gab Informationen, dass es auch unter den Mitarbeitern infizierte Personen gab. Stimmt das? Wenn ja, wie geht es Ihnen? Das ist richtig. Der Großteil der Mitarbeiter ist wieder aus der Quarantäne zurück. Ein Teil war symptomfrei, ein Teil hatte einen leichten Verlauf. Bei keinem war eine Krankenhausbehandlung notwendig. Gibt es Informationen darüber, wann das Landesklinikum Melk zum Normalbetrieb zurückkehrt? Die Akutversorgung war auch bisher gewährleistet. Ab 28. April beginnen wir wieder, Planoperationen durchzuführen und abgestuft Ambulanzen zu öffnen.